Bürgermeister Peter Tschentscher hat am Freitag sein erstes Paar getraut. Fotos von der Eheschließung der besonderen Art wurden auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht. Seit August letzten Jahres ist es auch StandesbeamtInnen im Ruhestand, Mitarbeitenden aus der Verwaltung und eben auch Senatsmitgliedern erlaubt, Trauungen anzubieten. Dafür ist eine Schulung notwendig. Außerdem bietet Hamburg 10 Termine im Jahr an, an denen im Rathaus geheiratet werden kann. Diese Trauung der besonderen Art kostet 480 € mehr als übliche standesamtliche Eheschließungen.